Willkommen zurück, liebe Fußballfreunde, bei der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich bin mittendrin in der Online-WM. Ich denke mal, ihr habt die ersten Folgen fleißig verfolgt. Mittlerweile sind wir im Viertelfinale angekommen und uns erwartet ein packendes Spiel gegen Kroatien. Deutschland gegen Kroatien. Spannender kann es nicht sein. Ich denke mal, der ein oder andere wird sich dann auch an die WM 1998 erinnern. Da hatten wir ja ganz, ganz nette Kontakte. Und ich denke mal, es wird genauso spannend. Ich weiß es ja schon. Für euch gibt es jetzt die ganzen Highlights aus diesem Spiel, inklusive der ganzen Theatralik. Und ich denke mal, ihr haltet euch jetzt fest, denn es wird richtig, richtig spannend. So, da wären wir. Rein geht's, sofort in die ersten Spielszenen. Und das ist der erste Angriff der Kroaten. Da geht der Ball über Olic. Olic sieht da vorne den Srinna. Und das ist Mertesacker. Hat den Ball eigentlich sicher. Und was macht er denn dann? Legt den Ball wirklich richtig, richtig beschissen auf für Srinna. Und er kann ihn einfach reinsetzen. Neuer da eigentlich ohne große Fehler. Ein Riesenbock von Mertesacker. 1:0 für die Kroaten, aber meine Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Hier haben wir es. Das ist Klose. Erobert sich den Ball im 16er und setzt ihn dann richtig schön rein ins lange Eck. Ohne weitere Probleme. So richtig freuen konnte ich mich über diese Szene nicht. Wir springen sofort ans Ende der ersten Halbzeit, denn viel mehr Szenen gab es nicht. Nur viel Mittelfeldgeblänke. Das ist Mandzukic. Riesenchance hier, kurz vor der Halbzeit noch auf 2:1 zu erhöhen. Aber es hat nicht geklappt, Neuer war da und so gingen wir dann eben in die Halbzeit mit einem 1:1. Es sollte aber noch spannender werden. Sofort zurück in die 50. Minute der ersten Halbzeit. Das ist Schweinsteiger auf links, da kommt der Ball hoch und unten ist Müller. Fast hätte es geklappt. Sofort rein in die nächste Szene und das ist Neuer. Guter Befreiungsschlag, eigentlich Befreiungsschlag, Vorlage für Mandzukic. Oh nein, in der 68. Minute das 2:1 für die Kroaten. Das war bitter. Das war richtig bitter. Ich denke, ihr habt es gesehen. Es ging direkt auf den Mann und Mandzukic setzt das Teil einfach rein. Leider hat mein Gegner zu schnell abgebrochen und ich konnte nicht die Wiederholung nochmal anzeigen. Aber das hier, das ist eine Riesenmöglichkeit für mich in der 90. plus 2 Minuten Nachspielzeit. 2:1 steht es nach wie vor. Das ist Reus. Reus zieht ab. Trifft nicht. Da unten kommt nochmal Schweinsteiger. Das ist Götze. Will den Ball rüberlegen. Nochmal zurück zu Schweinsteiger. Nein! Pfosten! Aber Götze ist da. Und das ist das 2:2. Gottes Willen. Ich sag euch, ich geschwitzt. Das ist in der Nachspielzeit. 90. Minute plus 2 Minuten Nachspielzeit. Und dann noch so ein Bock. Und mich so in die Verlängerung gerettet. Einfach Wahnsinn. Die Stimmung war ausgelassen und ich habe die ganze Zeit gekämpft gehabt, aber ihr seht hier, dieses Tor war es wert, die Fans jubeln auf den Rängen. Hier sehen wir es nochmal, den Abstauber von Mario Götze. Der Ball ging, wie gesagt, sofort an den Pfosten und schon, wie gesagt, 2:2. So gingen wir erstmal in die Verlängerung und es sollte noch viel, viel spannender werden. Wir springen sofort rein in die nächste Szene. Das ist nämlich die 92. Minute direkt nach Wiederanpfiff. Das ist Lahm. Lahm in der Vorwärtsbewegung. Lahm verliert den Ball gegen Eduardo. Legt den Ball auf. Das ist Rakitic. Und Neuer steht viel zu weit vorne. 2:1 für die Kroaten in der 95. Minute. Direkt nach Wiederanpfiff der Verlängerung. Dieses Ding hier. Also, blöder kann es nicht laufen. Eigentlich 3 Fehler vom Keeper bzw. in der Abwehr, die so hätten nicht fallen dürfen. Das ist die 98. Minute. Angriff von Deutschland über Schweinsteiger. Reus. Er lässt ihn einfach rein. Jawohl. 99. Minute. Wahnsinn. Und wieder ausgeglichen. 3:3. Was für ein packendes Spiel. Ich sag's euch. Das so muss ein Viertelfinale aussehen. Aller Ehren wert. Das ist die 120. Der letzte Angriff nochmal von mir. Aber ich kann so viel vorwegnehmen. Es ist kein Tor mehr gefallen. Und somit gingen wir eben ins Elfmeterschießen. Und das sollte genauso dramatisch werden. Eieiei. Okay, liebe Leute. Haltet euch fest. Ich lasse jetzt das Elfmeterschießen komplett durchlaufen. Natürlich kommentiere ich das Ganze für euch. Und wir gehen rein. Mit den Fehlern, die ich gemacht habe, mit meinem Keeper inklusive Verteidigung, kann ich mir eigentlich gar nicht viel ausrechnen. Und ich hätte vielleicht vorher Elfmeterschießen üben sollen. Das ist Petric gegen Neuer. Petric, drin. 1:0 für die Kroaten. Das ist meine Wenigkeit. Und ihr seht schon, ich brauche ein wenig Länge gegen Pletikosa. Schürrle gegen Pletikosa. Und Schuss von Schürrle ein bisschen drüber, aber es reicht. Setzt ihn gut rein mit ordentlich Schmackes. Und der nächste ist Eduardo. Gegen Neuer, Eduardo. Ja, keine Chance. Neuer stehen geblieben. Dachte vielleicht, der geht
in die Mitte. Gomez, eigentlich einer, der die beste Schusstechnik hat im Kader, ist ja nicht dabei bei der WM. Aber gegen Pletikosa sollte es doch reichen. Jawohl! Mehr Glück als Verstand, Mario Gomez. Und da haben wir Vrisaliko, der schießt rüber. Name unaussprechlich und genauso ungeeignet war dieser Freistoß. Beziehungsweise Strafstoß, beziehungsweise Elfmeter. Strafstoß war es ja gar keiner. So, Pletikosa gegen Götze. Ich brauchte immer ein bisschen länger, bis ich mich auskalibriert habe. Und das war ein Fehler, Götze. Katastrophe. War eigentlich eine Steilvorlage für mich. Und Mandzukic, ja, der macht das sicher gegen Neuer. Setzt ihn einfach rechts rein. Ich habe mich dann so ein bisschen auf links verbarrikadiert. Reus jetzt gegen Pletikosa. Reus, ja, in der Mitte. Diesmal hat es geklappt. Der nächste Schuss kommt dann von Kovacic, der junge Star aus Kroatien, gegen Neuer ebenfalls drin. Und jetzt wird spannend. Ein Schuss übrig. Wenn dieser gehalten wird, ist die Geschichte rum. Das ist Toni Kroos gegen Pletikosa. Kroos läuft an. Pletikosa hat den Ball. Das war's. Das Rührhaus im Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft von meiner Wenigkeit. Wenn euch das gefallen hat und ihr ganz gerne nochmal eine Online-WM in diesem Format sehen möchtet, mit Highlights von mir nachkommentiert, klickt einfach rein. Ich habe euch jetzt noch ins Video reingepackt. Die letzte Folge könnt ihr auf jeden Fall reinschauen. Und wenn ihr weiter am Ball bleiben wollt, natürlich wisst ihr Bescheid, wo ihr bleiben könnt. Einfach abonnieren und einen Daumen nach oben geben. Und dann weiß ich Bescheid, hey, die Jungs haben noch Bock auf mehr Online-WM. Und ja, dann geht's weiter. Bis dahin, ich wünsche euch was. Ne? Ciao, ciao, euer Bergi.